Guten Morgen und Grüße aus Südafrika. Wir sind hier im Umvangati Haus. Das ist eine Art Gasthaus, ein Hotel, eher was dazwischen, aber unglaublich modern. Deswegen machen wir extra heute einen Vlog über das Hotel bzw. die Unterkunft und was hier drumherum ist. Nämlich wir sind im Bright River Canyon. Und wie üblich, jetzt kommt die Einblendung, unterstützt durch Produktplatzierung, weil wir vom Umvangati Haus eingeladen worden sind und das natürlich kennzeichnen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Vlog und hier bei unserem Frühstück. Wir sitzen jetzt schon seit bestimmt einer halben Stunde hier am Frühstückstisch und haben noch kaum was gegessen, weil wir unsere Drohnenaufnahmen gemacht haben. Aber es sind unglaublich schön geworden, wobei das Wetter nicht so toll ist. Heute Nachmittag wird es besser werden, da machen wir noch mehr. Und wir gucken so ein bisschen hier über die Berge. Und gestern hat uns hier der Eigentümer gesagt, dass hier tatsächlich auch wilde Tiere leben und sie haben haufenweise Leoparden. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es sieht natürlich mehr so nach, nicht Busch, aber es ist ein richtiges Gelände hier. Man kann hier ziemlich günstig in Südafrika nämlich Land kaufen. Das Auto ist teilweise teurer zu kaufen als Land. Und deswegen haben die hier auch mit Sicherheit auch ein riesen Land gekauft. Merkt man ja auch, was umzäunt ist. Und da leben bis auf Löwen und Elefanten alle afrikanischen Tiere, die es hier zu sehen gibt. Finde ich schon ganz cool. Aber man muss trotzdem so ein bisschen aufpassen, wenn man dann durchläuft. Aber es gibt auch keine Wege. Es gibt halt unsere befestigten Wege jetzt hier von der Unterkunft, aber man soll auch davon nicht abgehen. Vielleicht sieht man aber von hier oben mal ein paar Tiere. Dominik hat schon Scherze gemacht, der hat den Leoparden gerade gespielt, denn der Eigentümer sagte, es saß mal einer genau hinter uns und auf diesem Holz und hat geguckt. Also es ist schon möglich hier mit Leoparden, aber eigentlich sind sie ja scheu. Wenn sie dann mal hungrig sind, sind glaube ich die Menschen nicht unbedingt die beste Beute für Leoparden. Also ich bin jetzt da mal optimistisch. Wir gehen jetzt zurück nach einem leckeren Frühstück und viel Drohnenflügen zu unserem Zimmer. Das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal. Und dann machen wir uns auf in Richtung Blight River Canyon. Ist ein bisschen ähnlich wie der Grand Canyon in den USA, aber halt viel grüner. Und ja, hier kann man wenigstens noch mit der Drohne fliegen. Also werden bestimmt auch nochmal spektakuläre Aufnahmen dort. Ich hoffe, dass die Wolken noch ein bisschen aufgehen, ein bisschen sich verziehen und dann wird es noch besser werden. Eine von den drei Mountain View Suiten, die sie haben, und zwei normale Zimmer im Haupthaus haben sie noch. Ist jetzt nicht viel, aber es ist ja auch kein mega großes Hotel und familiär geführt. Also von daher finde ich es richtig toll, weil es überschaubar ist, ruhig, gut gelegen. Also für uns jetzt, um den Blood River Canyon zu erkunden. Und viele Gäste nutzen übrigens diese Unterkunft, um sich von diesen ganzen Safaris und hin und her fahren aus in dem Kruger National Park zu erholen. Was mich gerade beeindruckt hat, wir hatten gestern so eine Spinne hier, ganz oben an der Decke, und die ist jetzt weg und nicht zufällig, sondern die ist garantiert weggemacht worden. Die muss man erstmal entdecken. So groß etwa, schwarz, und die ist nicht gelaufen. Die ganze Nacht saß sie nämlich da, heute Morgen war sie noch da und jetzt ist sie weg nach dem Saubermachen hier. Aber schauen wir uns erstmal das Bad an. Dusche ist hier, Toilette ist da. Also finde ich echt ganz toll gemacht, diese Suite hier. Und preislich gesehen sind die Preise zwar relativ hoch, aber nicht so hoch wie zum Beispiel Preise der teuren Lodges, die näher an dem Kruger dran sind. Und ja, nicht wundern, ich muss jetzt Voice-Over sprechen, weil wir leider Tonprobleme haben. Ab und zu komme ich mal im Hintergrund und manchmal spreche ich dann auch ganz normal in die Kamera rein. So, zurück im Auto, und wir haben ganz am Anfang, als wir hier angekommen sind, unser Lehrgeld bezahlt. Ja, passiert auch uns. Wir wurden von der Polizei angehalten, das allererste Mal hier in Südafrika, obwohl wir schon echt viel mit dem Auto unterwegs waren hier.
Und wir waren angeblich zu schnell und er sagte, hey, ich möchte eigentlich jetzt Besucher unseres Landes nicht mit Geldstrafen belegen. Ihr wart 10 km/h zu schnell und ich gehe mal kurz checken. Dann ist er kurz weggegangen, kam wieder. Ja, nee, wir müssen leider, denn es ist alles auf Video und so weiter. Ja, wir natürlich doof, wie wir waren, haben dann direkt vor Ort bezahlt und unsere Gastgeberin sagte gerade, nein, bezahlt bitte nicht. Also hat sie uns extra gewarnt, denn es gibt teilweise auch Schilder, die darauf hinweisen, dass es in seine eigene Tasche geflossen. Wussten wir natürlich nicht. Wenn euch das passieren sollte, sagt, es ist ein Rental Car, sprecht so wenig Englisch wie möglich. Das war der Tipp unserer Gastgeberin und sagt, okay, er muss es der Rental Car Firma chargen. Die charged es uns, also die belastet es uns dann. Und ja, so sollte es laufen. Lehrgeld bezahlt. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den Blind River Canyon zu erkunden. Wer darauf keine Lust hat, der kann entweder in der Unterkunft bleiben oder umliegend herum einiges erkunden. Es gibt zum Beispiel in der Nähe vom Kapama Park eine Art Informationscenter, wo man sich über die aussterbende Art der Geparden erkunden kann. Da gibt es noch viel mehr, sich zu informieren. Und dann gibt es den Kruger Park natürlich, der auch nicht weit weg ist und noch ganz viele andere Möglichkeiten. So, angekommen. Wir müssen durch so ein Ressort. Das kostet auch Eintritt, 15 Rand pro Person. Aber hier ist nicht ganz so viel los, denn hier gibt es dann nochmal so einen kleinen Trail, der nennt sich Leopard Trail. Da kann man ganz viel wandern. Machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt nur mal kurz zu einem Aussichtspunkt, nutzen dort die Drohne. Wir haben gefragt, wir dürfen hier die Drohne nutzen, obwohl draußen dran steht verboten. Aber die Rezeption sagte, wäre okay. Ist ja deren Gelände. Und machen da ein schickes Foto für Instagram. Falls ihr uns da noch nicht folgt, dann macht das mal jetzt. Einfach mal auf das i drücken. Dort posten wir immer so das, was wir aktuell machen. Also immer aktuelle Dinge. Auch wenn wir mit dem Flugzeug fliegen, also mal wieder unterwegs sind und eine Story machen, könnt ihr das dort als erstes sehen. Gut, jetzt gehen wir erstmal mal hier in die Büsche rein. Für uns. Nee. Und das ist der Aussichtspunkt hier. Eigentlich ist es eigentlich nur ein großer Stein, wo man über den ganzen Canyon gucken kann. Wenn das Wetter besser wäre, würde man auch noch weiter gucken können. Aber es geht rapide steil ab. Also müsst ihr aufpassen, wo ihr hintretet. Ja, kaum sind wir fertig. Es ist ja Murphys Gesetz, kann man es nennen. Kommt die Sonne raus? Nein, und nein. Jetzt sind aber auch noch ganz viele andere Leute da. Da wollen wir jetzt hier nicht mit der Drohne stören. Jeder will ja sein Foto machen. Wir haben unsere Aufnahmen gemacht, habt ihr bestimmt auch gerade gesehen. Und wenn nicht, dann zeige ich euch jetzt. Thank you.
oder? War doch ganz schön. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Auto. Wir fahren jetzt zurück zu unserem Hotel. Es ist Mittag durch und wir haben schon eine ganze Menge gesehen. Wir könnten natürlich noch viel, viel mehr sehen, wenn wir es wollten. Aber unser Tag ist halt nicht so voll. Und wir haben noch geplant, in der Unterkunft ein paar Fotos und Szenen zu machen. So können wir also nicht ganz so viel hier jetzt erkunden. Ihr habt natürlich mehr Zeit, ihr könnt noch mehr anschauen. Also machen wir uns erstmal auf den Weg zurück. So, sieht schon ganz anders aus auf einmal. Wir sind gut angekommen hier im Hotel. Jetzt geht gleich die Sonne unter, haben noch 2 Stunden Zeit und hoffentlich haben wir wie gestern einen richtig tollen Sonnenuntergang, den wir aufnehmen können. Aber jetzt heißt es erstmal umziehen. Die Sonne geht langsam unter hinter dem Berg und wir haben so Glück, dass es wie es gestern sein wird. Es ist ein klarer Himmel, vielleicht ein paar Wolken, aber es wird gleich richtig orange werden, wenn die Sonne untergeht. Gleich heißt es ab zum Abendessen. Man kann sich hier nämlich ein Abendessen, also ein Dinner bestellen für 440 Rand pro Person. Da ist sogar ein Wein dabei und man wird hier direkt von den Inhabern oder halt auch von den Angestellten bedient. Und es ist ein richtig toller Ausblick von hier oben. Dabei zu essen, dann wird dann noch ein Lagerfeuer bzw. eine Feuerstelle angemacht. Das werdet ihr aber gleich dann sehen. Da werden wir jetzt gleich zu Abendessen direkt neben dem Feuer. Ist das nicht nett? Ja. Das ist übrigens die Küche. Da wird das Essen immer ganz frisch zubereitet von den Mitarbeitern des Hotels. Ich weiß aber gar nicht so genau, ob ich es schon erzählt habe. Ich glaube, das habe ich im anderen Vlog erzählt. Das Hotel ist ziemlich klein. Es ist ja eigentlich kein richtiges Hotel. Es ist eher so eine... Es ist auch kein Gasthaus. Also ein Gasthaus. Es ist eine Mischung zwischen Gasthaus und Hotel. Es gibt nämlich nur 5 Zimmer hier. 3 Suiten, eine davon haben wir. Und 2 normale Zimmer mit einem King-Size-Zimmer und ein Double-Bed. Zimmer, das ist also hier im Hauptraus und die Suiten sind unten separat, also einzeln stehend auf dem Gelände. Ja, es ist relativ klein. Das macht die Sache auch so ein bisschen familiärer hier. Die Eigentümer sind immer da und kümmern sich und machen auch, servieren auch. Also es ist schon ein familiär geführtes Hotel. Jetzt ist schon unser Aperitif ist da und die Vorspeise wird auch gleich kommen. Aber es ist zu dunkel, wie gesagt. Müssen wir nochmal schnell ein Foto machen. Wir blenden die Fotos einfach ein, wenn das jetzt möglich ist. Und dann könnt ihr euch leider die Fotos nur anschauen. So, jetzt sind wir zurück im Zimmer. Wir haben noch ein ganz nettes Gespräch mit den Inhabern gehabt. Die sind ja sehr, sehr neugierig. Was ich auch gut finde, sie sind offen für neue Dinge, wie zum Beispiel YouTube, Instagram. Sie beginnen gerade einen Instagram-Account, da brauchten sie ein bisschen Nachhilfe, haben wir ihnen gerne gegeben. Dafür haben wir auch ein sehr leckeres Essen bekommen, muss ich euch schon sagen. Also dieses 3-Gänge-Menü war diesmal sowas von lecker, dieses Steak. Ich habe noch kein besseres Steak hier in Südafrika gegessen. Es war genauso, wie wir es bestellt haben, nämlich medium rare, also etwas
rötlicher, aber richtig soft, richtig gut gebraten, also von der Köchin. Werden wir morgen hier ein gutes Trinkgeld da lassen. Nachdem wir allerdings, konnten erst nachdem wir 3 Stunden für unsere Instagram-Fotos und YouTube-Drohnenflüge gearbeitet haben, konnten wir erst essen. Ja, so war das. Gut, jetzt sind wir jetzt hier drin und werden noch ein bisschen sichern. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns morgen früh zum Frühstück wieder. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht, ein bisschen Backup. Morgen. Wir sind frisch hochgegangen. Es ist hier nichts los. Die Sonne kommt gleich raus, aber auf der Seite. Die Wolken verziehen sich gleich und dann werden wir vielleicht noch ein schönes sonniges Frühstück haben, bevor wir uns dann aufmachen müssen zum Flughafen nach Johannesburg. Denn heute ist unsere Abreise zurück nach Deutschland. Vielleicht machen wir vorher aber noch mal ein Poolfoto, wenn es denn das Wetter zulässt. Ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass die Suite, also auch der Blick abends total toll ist. Es ist halt nur ziemlich dunkel. Man kann hier den Tieren zuhören und man kann extrem gut schlafen. Das Bett ist perfekt mit den ganzen Kissen. Ich liebe es ja, mehrere Kissen zu haben. Ja, und wir hatten gestern ja ein tolles Abendessen. Kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr mal hier in der Nähe sein. Guckt euch mal diese Unterkunft an, Umbangati oder Ambangati. Da kann man beides so aussprechen, wie man es möchte. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, aber nicht nur, weil wir eingeladen sind, sondern ich habe es mir ja vorher angeschaut. Ich hätte es wahrscheinlich auch gebucht, weil es liegt auf dem Weg vom Kruger Nationalpark nach Johannesburg zurück. Also kann man hier nochmal 1-2 Tage relaxen. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal zum Frühstück. Denn der Frühstückstisch ist nämlich auch schon gedeckt. Guten Morgen, hier wie versprochen das Frühstück. Gesund kurz vor dem Abflug, genau wie gestern. Aber wir haben trotzdem mal nach Pancakes gefragt. Das wird nämlich hier gegessen. Wir brauchen sie nicht essen, aber wir zeigen sie euch mal. Und wir bleiben dann bei Müsli und frischen Früchten zum Frühstück, bevor es heute Nachmittag zurückgeht. Und das, ja, wird ein bisschen spannender, wenn es dann online ist. Aber in der Story habt ihr das bestimmt schon gesehen bei Instagram. So, fertig gefrühstückt. Aber wir machen das eine Drohnenfoto doch nicht, weil es ist immer noch bewölkt und ihr habt ja gerade gesehen, die Wolken halten sich permanent über diesem Berg und da wollten wir halt entsprechend hinschauen, wenn wir das Foto und Video machen im Pool. Also lassen wir es sein. Egal, vielleicht kommen wir ja nochmal wieder, wenn wir hier in der Nähe sind. Würde ich auf jeden Fall tun. Gut, ich sage jetzt mal tschüss, war ja schon ein langer Vlog jetzt, gestern Morgen bis heute Morgen. Hab ein bisschen was gesehen, habt die Unterkunft gesehen, habt den Blood River Canyon gesehen. Leider nicht so viel Glück mit dem Wetter gehabt, aber das hat halt jeder Tourist, der hier ist. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. So ist das Leben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao.